Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Unravel. Wir gehen direkt ins nächste Level rein. Wintersonne. Jetzt liegt hier aber richtig Schnee. So wie gerade draußen bei mir auch. Da liegen auch richtige Schneemassen. Und wie Jani auch selbst dann so, als wie der Schnee an ihm haften bleibt. Aha, jetzt können wir uns einen Schneeball formen, der dann immer größer wird. Den brauchen wir hier, okay. Ich wusste schon, es macht sich irgendwann bezahlt, wenn ich immer nach links gehe. Dann gehen wir auch wirklich so durch jede Jahreszeit. Oh, wie er versinkt. Dieses Spiel ist einfach nur Zuckerschock, wirklich. Jetzt bin ich ja wieder hier. Musste ich mich da oben irgendwo festhalten? Wenn ja, dann habe ich es nicht gesehen. Oder ich muss so einfach weiter. Da oben ist wieder eine Eichel. Holen wir uns die mal. Frage ist, wofür ich die brauche. Weil hier bin ich ja auch ohne hingekommen. Oh. Oh. Oh, okay. Aha. Ah. Alles klar. Einfach noch ein bisschen Garn geholt. Geht es hier jetzt wohl weiter? Machen wir es wieder. Ein Trampolin. So halbwegs. Ah, da oben ist was zum Festhängen. Okay. Oh, es ist hier so schön, ne? Ich liebe es. So, gleiches Spiel nochmal. Es ist einfach so wunderschön, das ist. I love it. So, dich muss ich mitnehmen, das sehe ich schon jetzt. Ah, bleib mal da, mein Freund. Ich hol dich gleich ab. So, dann noch einmal hier. Kann ich theoretisch ja auch noch direkt was festmachen, falls ich das muss. Ich gucke mal, ich hole jetzt erstmal die Eichel. Dann schauen wir mal. Ich glaube, der Knoten hätte jetzt gar nicht mal gebraucht. Machen wir den mal los. So. Ist da unten noch was? Aber wir brauchten es wieder, um ein bisschen Garn zu bekommen. Ich sehe schon. Wir brauchen ja trotzdem ein Trampolin.
damit wir da weiter können. So, da oben wartet wieder eine Eichel auf uns. Schauen wir mal, wie wir da rankommen. Ist mir hier wieder ein bisschen Garn. So. Ah, fast. Das brauchen wir sicher, um da das Holz aufzubekommen. Als Gewicht. Jawohl. Achso, als kleines... Oh nein. Wie episch. Ach, das gefällt mir. So, weiter geht's. Da oben haben wir auch schon wieder ein neues Garn. Das wir uns direkt mal holen werden. Oh, oh, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach du Scheiße. Es war so klar. Irgendwas musste ja wieder schief gehen, ne? Irgendetwas musste ja wieder schief gehen. So, wieder ein bisschen neues Garn. Oh, wow, wow, Moment. Muss das? Ja, da komme ich, glaube ich, nicht hin sonst. Ne, ich glaube, ich muss runter. So. Bis auf den einen Moment da läuft es doch ziemlich gut. Ich bin zufrieden. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen, aber ich glaube, hier oben kriege ich wieder eine Nuss, die ich zum Schneeball formen kann. Oder auch das. Das nehme ich auch gerne. Ah, oh, da hinten wieder der Hirsch. Oder vielmehr Elch, glaube ich, ist es dann. So, dich nehmen wir mal wieder mit. Dich kann ich doch sicher wieder gebrauchen. Oh, Moment. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Kann ich dich eigentlich... Na, ich kann dich nur so schieben. Ich glaube nicht, dass ich da rein möchte. Ich möchte erstmal so vorbei. Jetzt habe ich hier den Propfen. Oh, shit. Oh, shit. Ich lebe. Ich lebe. Boah, das habt ihr nicht geglaubt, ne? Ich lebe. Komm hier nochmal raus. Und natürlich das hier. Nämlich hier rein. Genau. Ah, das brauche ich doch sicher auch gleich, oder? Ich möchte das eigentlich greifen. Nicht, dass das gleich irgendwie verschütt geht. Oh Gott. Ich glaube, ich kann es gar nicht greifen. Na gut. Ich glaube, ich muss mir jetzt nämlich... Ja, ich muss den Weg bahnen. Für meine Schnurkugel. Ja, für meine Schnurkugel. Schnurkugel, komm her.
Wie komme ich auf Schnurkugel? Okay, Schnurkugel. Wir sind jetzt die besten Freunde und wir machen das jetzt. Schnurkugel. Heiliger, das hat jetzt niemand gehört, ne? Schnurkugel. Alter Schwede. Okay, weiter geht's. Da haben wir wieder ein bisschen Garn. Wurde jetzt auch so langsam knapp. Hat gerade so gereicht. So, hier sehen wir ja schon wieder, was wir machen müssen. Jetzt wieder ein Trampolin bauen. Ja. Funktionierte perfekt. Jani? Okay. Ja. Was kommt denn jetzt wieder auf mich zu? Aha. Du kommst erstmal mit mir. Ah, ich sehe schon, ich muss den in den Kessel bekommen. Ja, ja, ja. Der muss in den Kessel als Gegengewicht. Alles klar. Wart mal hier. Wart mal hier, Schnurkugel. Ich krieg ohne Schnurkugel. So. Jetzt da rein. Ja. Und hier hoch. Wunderbar. Ich hätte schon fast befürchtet, ich hätte irgendetwas übersehen. Aber alles perfekt. Alles super. Oh, da ist es ja schon. Oh, das Level war kurz. Wir haben jetzt gerade mal 13 Minuten. Oh, gerade aus dem Schnee, ne? Kalt, aber warm. Okay, schauen wir noch mal ins Buch. Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an, egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß. Egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Da liegen echt richtige Schneemassen. Okay. Da sind wir wirklich richtig schnell durchgekommen. Hätte ich nicht gedacht. Da wollte ich eigentlich nicht hin. So. Aber ich habe mir schon irgendwie gedacht, je nachdem, wie groß der Bilderrahmen ist, ob so lang wohl auch das Level ist, weil ich meine, das war jetzt schon relativ kurz und der Bilderrahmen ist auch klein. Naja, wer weiß. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir noch in Rost rein.
Es ist alles so Zuckerschock pur, ne? So süß. I can't believe it. So. Hier brauchen wir wieder was zum Springen. Aha. Ich sehe schon eine glatte Oberfläche. Deswegen müssen wir uns da drüber langhangeln oder beziehungsweise auch daran festhalten, um überhaupt weiterzukommen. Was? Wie? Was konnte ich denn so verkehrt machen, dass ich hier jetzt schon so viel Garn verliere? Ernst gemeinte Frage. Hier war doch noch gar nicht so viel. Und das Sprungbrett muss ich mir doch machen. Schaffe ich es auch so da dran? Oder ist hier irgendwo noch was versteckt? Eigentlich nicht. Kann ich da rein? Nee. Habe ich die Knoten wieder unglücklich gesetzt? Das kann ja auch manchmal sein, dass man dann, je nachdem an welcher Stelle man das zuerst macht, spart man dann ein bisschen Garn. Oh, komm schon, Jani. Nee, ne, ist wieder so nah und doch so fern. Aber ohne das Sprungbrett erreiche ich das doch sonst gar nicht. Moment. Wenn ich jetzt... Nein. Hier den Knoten jetzt löse. Dann sollte es doch passen, oder? Aber haarscharf. Aber es passt. Oh, tricky. Okay, hier ist wieder ein Sprungbrett gefragt. Wieder ein bisschen Garn. Oh Gott, ich wusste es. Ich Oh! Okay. Ich dachte jetzt schon gerade, ich werde platt gewalzt. Okay, wohin bringst du mich? Das. Das war gemein. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass ich gleich schon wieder erschlagen werde. Oh Gott. Wo kommt der denn her, dieser blöde Reifen? Ich muss da doch irgendwie rauf. Machen wir es mal so. Ja. So. Mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Ich muss da irgendwie... Irgendwie rauf. Ja, und der kommt einfach aus dem Nichts. Unglaublich. Okay, Moment, da muss ich da irgendwie... Jetzt so drauf. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt, perfekt. Hätte ich da oben jetzt dran gemusst. Okay.
Okay, kann ich da jetzt nochmal neu versuchen? Ja, kann ich. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Bisschen mehr Garn zum Schwingen. Und da wären wir. Bekommen wir wieder ein bisschen Garn spendiert. Warum sind wir hier mit all den Reifen? Oh Gott. Ich war zu früh. Ich hab's schon gemerkt. Da war ich etwas zu früh. So. Weiter geht's. Wieder ein bisschen Garn spendiert. Ich sehe schon. Ich sehe schon. So, was haben wir jetzt hier? Ich kann nicht wieder mitnehmen. Und da ist, glaube ich, irgendwie eine Blume. Die Frage ist, ich mache mir jetzt erstmal ein Sprungbrett wieder. Was ich gar nicht machen kann. Okay, Moment. Das wird schon mal wieder ein bisschen tricky. Irgendwas muss ich mit dir machen. Ah! Okay, okay. Ist ja schon gut. Oh nein. Jani hat's echt nicht gut bei mir, ne? Aber so richtig gar nicht. So. Nochmal so jetzt. Genau. Jetzt kann ich dann nämlich mir wieder ein Sprungbrett machen. Und bekomme das Garn. Sehr schön. Muss ich hin? Es war so klar. Es war so klar, dass das nichts wird. Aber gut, ich würde sagen, wir uns kurz die kleine Blume hier. Und ich mache hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.